Guten Morgen, liebe Sorgen. Na, wie geht's dir heute? Boah, ich hab schlecht geschlafen. Ich wünschte, ich hätte ein Bett im Kornfeld. Da wäre es wenigstens ruhig. Wieso? Was war denn los? Oder bist du verliebt? Glaub mir, Liebeskummer lohnt sich nicht. Nein, nein. Es war laut bei mir im Viertel. Es gab einen Skandal im Sperrbezirk. Da ging es echt atemlos durch die Nacht. Na. Das klingt nicht so toll. Da lobe ich mir mein Haus am See. Hier, iss mal was Süßes. Ich will keine Schokolade. Woher hast du die eigentlich? Das ist alles nur geklaut. Sag mal, das kannst du doch nicht machen. Aber du bist nicht allein. Na, schau dich doch mal um. Wen kümmert noch das Bruttosozialprodukt? Da hast du recht. Marmorstein in Eisen bricht, ehe da mal was geändert wird. Jeder denkt doch nur noch an sich, frei nach dem Motto, für mich soll's rote Rosen regnen. Jep, vor allem die männlichen Erdbewohner, Männer sind Schweine. Was ist denn los mit dir? Hast du Stress? Letztens hattest du doch noch voll Flugzeuge im Bauch. Ach, hör auf. Dieses Kribbeln im Bauch, das war wohl doch nur Brausepulver. Ganz Paris träumt von der Liebe, ich auch, wohl vergeblich. Ach Mensch. Ich hab ja meinen Schatz und ich bin sicher, er gehört zu mir. Irgendwie, irgendwo, irgendwann werde ich meinen Prinzen auch treffen. Ja, und dann schenkt er dir weiße Rosen aus Athen. Vielleicht ist ja doch Theo, mein Nachbar, der Richtige für mich. Der hat mir neulich 99 Luftballons von der Kirmes mitgebracht. Ja, warum nicht? Dann kannst du jedes Wochenende sagen, Theo, wir fahren nach Lodz zu deinen Eltern auf dem Bauernhof. Du magst doch seinen Vater auch gern. Oh, und wie, der ist alt wie ein Baum, aber immer noch fit. Das liegt garantiert an dem griechischen Wein, den der immer trinkt. Ich werde Theo noch mal einladen zu mir. Wer weiß, Wunder gibt es immer wieder. Im Fahrstuhl haben wir uns ja auch schon tausendmal berührt. Geknistert hat's da immer. Genau, mach das. Wir sind geboren, um zu leben. Halt mich auf dem Laufenden. Wie es mit euch weitergeht. Ich muss jetzt los. Meine Mutter will mich abholen. Es ist die da, die da am Eingang steht? Genau. Wir wollen zusammen shoppen gehen und sie will alles bezahlen. Ach, Tage wie diese. Die sollte es öfters geben. Na, sag mal. Tage werden doch nicht nur durch Shoppen schön. Wenn alle so denken, sind wir bald jenseits von Eden. Da magst du recht haben, aber trotzdem, schön ist es auf der Welt zu sein, wenn man mal verwöhnt wird. Ich muss, bis dann. Bis dann.